Heute melden wir uns mit einer außergewöhnlichen Information von der BEG Hannover. Viele YouTube-Hörer und Zuschauer haben uns schon im Live-Gottesdienst in Hannover besucht. Das ist uns immer eine besondere Freude. Wer schon da war, erinnert sich bestimmt auch an die engen Gänge, an das fröhliche Gedränge im Flur nach dem Gottesdienst. Da trifft man kaum jemanden ohne Kaffeetasse oder Teeglas in der Hand. Lebhafte Gespräche und zwischendrin wuseln die Kinder unterschiedlichster Altersgruppen. Seit 2018 haben wir viel mit Gott erlebt, hier im dritten Stock eines älteren Bürogebäudes in Hannover. Von hier aus dürfen wir jeden Sonntag den Herrn loben. Hier steht unsere Kanzel. Regelmäßige Gottesdiensthörer werden sich auch an das typische Quietschen der Straßenbahn erinnern, die an diesem Haus vorbeiführt. Aber je länger, umso mehr stoßen wir mit diesen Räumlichkeiten an unsere Grenzen. Uns fehlt Platz an allen Ecken und Enden. Die Mitarbeiter im Kindergottesdienst brauchen mit der wachsenden Kinderschar Nerven wie Drahtseile. Außerdem läuft unser Mietvertrag im nächsten Sommer aus. Es ist völlig ungewiss, was der Vermieter mit seiner Immobilie vorhat. Der ganze Komplex, von dem unsere Etage ja nur ein Teil ist, soll möglicherweise umgebaut werden. Es gibt nirgendwo Planungssicherheit und keinerlei Transparenz. Schon seit langem suchen wir nach einer größeren Immobilie, weil die wachsende Arbeit das einfach erfordert. Und für die Zukunft der BEG wäre es, nach menschlichem Ermessen, eine Hilfe, wenn wir erstmals in unserer BEG-Geschichte von fremden Vermietern unabhängig würden und ein eigenes gemeindliches Zuhause gestalten könnten. Dies gilt erst recht angesichts der angespannten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Vor wenigen Wochen nun durften wir endlich ein Objekt finden, das den Anforderungen an den Dienst der BEG gerecht wird und das mit unseren begrenzten finanziellen Mitteln zusammenpasst. Hier haben wir genügend Platz und Luft für alle Gottesdienstbesucher und es dürfen auch gern noch mehr werden. Dort können wir barrierefrei sein und die Kinder können auf dem eigenen Grundstück ohne Gefahr spielen. Auch für die Bibeltage gibt es neue Perspektiven. Also sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Besucher wird vieles leichter. Dafür mussten wir etwas aus dem Zentrum von Hannover herausgehen, weil dort die von uns benötigten Größenordnungen nicht zu bezahlen gewesen wären. Aber dafür sind wir im grünen Gürtel in der Region Hannover fündig geworden, sodass der Bezug zu Hannover erhalten bleibt. Und die Verkehrsanbindung ist so gut, dass jeder, der es will, die Chance hat, am Gemeindeleben teilzunehmen. Vom Hauptbahnhof sind wir sehr gut zu erreichen, nur 17 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann ein kurzer Fußweg. Mit dem Auto ist es noch einfacher, weil der Ort nämlich ganz nah am Schnittpunkt zweier Autobahnen liegt und man in 3 Minuten von der Autobahnausfahrt zum neuen Gemeindehaus kommt. Aber Achtung, auf dieser kurzen Strecke steht manchmal ein Blitzgerät. Schon in diesen Wochen haben wir oft mit Staunen beobachtet, wie unser Herr offensichtlich Wege bereitet und Türen geöffnet hat. Nur ein Beispiel, der bisherige Eigentümer hat viel Verständnis für unsere Situation und wir können maklerfrei kaufen. Die verantwortlichen Brüder sind deshalb einmütig davon überzeugt, dass wir hier an die richtige Stelle kommen, die Gott für uns vorgesehen hat. Ja, jetzt kommt viel Arbeit auf uns zu, auch wenn der ganze Komplex Baujahr 2000 in einem guten Zustand ist. Es werden dennoch einige Umbauarbeiten fällig, bis aus einem ehemaligen Fitnessstudio schließlich ein Gemeindezentrum werden kann, also ein geistliches Fitnessstudio. In etwa einem Jahr, im Frühsommer 2024, soll nach den bisherigen Planungen der Umzug erfolgen. Wir ziehen dann nicht in einen sakralen Prachtbau, aber es gibt eine großzügige Deckenhöhe und viele Fenster. So kann man eine einladende und freundliche Kirchen- und Gottesdienstumgebung gestalten. Wir brauchen viel Gebetsunterstützung, auch damit wir trotz der zusätzlichen Belastung unseren eigentlichen geistlichen Dienst ungeschmälert und mit vollem Einsatz weiterführen können. Die Immobilie ist ein Mittel zum Zweck und darf niemals zum Selbstzweck werden. Wir hoffen, dass sie auch unseren Dienst in der Verkündigung über Hannover hinaus weiter stärkt. Wer uns auch finanziell in dieser Herausforderung beistehen will, findet dafür auf der Homepage weiterführende Hinweise.
Wie immer sind wir auch hier auf Gottes Segen völlig angewiesen und wollen stets die Ermutigung und Ermahnung vom Psalm 127 vor Augen haben. Wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen. Aber wenige Sätze später heißt es dann auch, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Für heute liebe Grüße aus Hannover.